Quest. Was sagt er sonst noch? Es gibt keine Köche im ganzen Let's Play. Also muss ich all den Fisch selbst kochen. Schön für dich. Ein Stern. Ich werfe mal meinen Boomerang entlang. Da ist ein Pilz auf dem Haus gewachsen. Und das Gras wächst auch so allmählich hier entlang. So wie ich das will. Ich könnte mal neue Räume bauen, vielleicht, wenn wir schon nichts zu tun haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Na, was mache ich denn da? Ja, was? Das komische Spiel hier. Setzt einfach irgendwo Blöcke hin, wo es glaubt, dass sie da hingehören, obwohl sie das gar nicht tun. Heu haben wir Unmengen, mit dem wir nichts anfangen können. Warum habe ich das gecraftet? Warum haben wir eigentlich eine Herzenslaterne? Wo kommt die her? Ich weiß es gar nicht. So ein Mysterium, das einfach ungelöst bleibt. Ich hab weiterhin den Badfisch. Wir haben eine Tagesblume gekriegt. Was auch immer die kann. Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. So, hangeln wir uns mal einfach hier durch die Höhle hindurch. Was ist denn hier so drin? Warum ist hier eigentlich Holz? Haben wir uns da mal hochgebaut oder was? Scheint ganz so. Hier ist aber auch nichts drin in der Kiste. Könnte man natürlich mitnehmen und ins Haus stellen, aber... Nee, brauchen wir gerade gar nicht. Aber eigentlich schon. So. So, hänge dich mal hier. Und dann baust du die Kiste mal eben ab. Mühselig. So. Da hat er sich an irgendeinem Holzstück festgehalten. Aber das soll ihm mal. Das soll er mal gerne tun. So. Hier geht es entlang. Und wieder ins Haus rein und dann stellen wir mal die Kiste hin. Was kann das Ding eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Alles mal eben ablegen, aber den nehme ich dann wieder raus. Das nehme ich mal raus. Das nehme ich raus. Das nehme ich raus. Den nehme ich raus. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts wirklich. Den nehme ich vielleicht doch nochmal, den Steak Launcher, der ist ganz cool. So. Restock geht nicht. Platin, Brustplatte, da ist unsere deutlich besser um ein Ding. Die Köder nehmen wir aber noch raus. Die brauchen wir nämlich als guter Angler. Haken kann ich vielleicht auch gebrauchen. Ich weiß es nicht, ob der zum Angeln wichtig ist.
Herr Angler! Herr Angler. Fischotron. Irgendwo in Caverns wird der. Taucht der wohl auf. Der Fischotron, wo genau ist, gibt's den? Im Forest in. Irgendwo in der Tiefe. Wer ist da jetzt eigentlich eingetroffen? Hallo? Ädern, da oben. Bei der Krankenschwester. Die ist ja ein super Ort, um einzutreffen, wo ich überhaupt nicht wohne. Und auch nicht hinkomme, natürlich. Außer natürlich, ich baue mir jetzt ein Seil da hoch. Ich habe doch Seile. Das ist natürlich auch sehr schlau, dass man Seile holt, um sich zum Händler hochbauen zu wollen. Wo habe ich einen? Ah, da habe ich Seile. So, wo ist der jetzt? Mal sehen, finde ich den auf diese Weise. Diesen verdammten Händler. Der ist ja ganz weit weg. Sicher meilenweit laufen. Um den finden zu können. Kommt hier wieder die alberne Mucke. So. Ah. Das war nicht so schlau. Komm, ich mach mal diese Karte aus. Die nervt ein wenig. Ah, nein. Ich vergaß. Man muss hier ja. Hat hier ja gleich drei Haken, mit denen man arbeiten muss. So. Hier irgendwo. Fast. Bauen wir uns da oben mal so einen Aufstieg praktisch. Den hacke ich mal ein und dann baue ich hier das Seil nach oben. So. Das ist jetzt ein wenig, ja, umständlich, aber irgendwie muss man da ja hochkommen. Das ist so meine Aussage des dazu. Oh Gott, das ist noch ein ganzes Stück nach oben. Und das nur, um zu dem Händler zu kommen, verdammt. Das gibt es doch nicht. Es gibt einen Guide-Voodoo-Fisch, sehe ich gerade. Kann man den auch als Voodoo-Puppe verwenden? Weiß ich gar nicht. So. Laut. Können wir einfach mal Wolken mitnehmen? Das ist ja auch. Das klingt auch schon so komisch. Aber in diesem Spiel ist ja einiges seltsam, muss man doch sagen. So. Haben hier praktisch einen Weltraumaufzug gebaut. Das ist ja. Mal ganz schön. So.
Interessant, da scheinen wir offenbar schon mal gewesen zu sein, wahrscheinlich mit unseren OP-Charakteren. Ich weiß es gar nicht mehr. So, dann setzen wir da den hin. Bauen hier weiter Dreck ab. Jetzt machen wir hier praktisch so eine Einstiegsluke. Erstmal vorläufig, vielleicht werde ich das später nochmal ersetzen durch einen Eingang in das Haus. Aber erstmal reicht mir das auf diese Weise. So, müssen wir hier mal so. Ach, stimmt ja. Im Weltall hat man ja irgendwie verminderte Schwerkraft. Das ist natürlich cool. Können wir hier praktisch auf den Wolken lang springen. Geschäft, was hast du für mich? Brauche ich? Ich glaube, die brauche ich sogar, die Stoppuhr. Genau, das ist das letzte. Ich habe kein Geld. Ich muss Gold holen. Und dann nochmal dahin reisen. Und das nur, um so eine Stoppuhr zu kaufen. Ich habe noch einen halben Tag Zeit. Sollte ich hoffentlich hinkriegen. Bin ich mir aber nie so sicher. Wir sind auch schon seit fast 6 Folgen wieder dran. Ich glaube, danach höre ich aber auch wirklich mal auf. Mit der Aufnahme, weil dann haben wir ja genug Folgen für was weiß ich wie lang. Für anderthalb Monate haben wir da fast Folgen. Und das ist ja... Eieiei, das könnte fast schon im September hinreichen noch. Und das ist schon krass. Am Ende nehme ich noch genug auf, damit wir ein restliches Jahr oder so füllen können. Das wäre natürlich übertrieben. Hui! Und so steigen wir den Weltraumaufzug hinauf zur Wolke. Geschäft, die Stoppuhr hätte ich gerne. Den Rest brauche ich eigentlich gar nicht. So, ich will die ganze Wolke aber noch erkundet haben, deswegen gehe ich mal eben hier rüber noch. Und damit haben wir diese Wolke auch erkundet. Wie sieht denn das Ganze? Oh Gott. Da haben wir einfach hier so ein riesiges Stück mittendrin. Eine Harpyre, verdammt. Stopp! So. Was war eigentlich in der Kiste da drin? Ist die noch voll oder? Ho, ho, ho! Naja. Ist die Frage. 4% kritische Trefferchance. Schnell, schnell. Mittlerer Rückstoß, sehr schwacher Rückstoß. Das ist, glaube ich, besser als unseres. Ich glaube, dass das unseres noch besser kann, ist, das hat eine höhere Reichweite. Aber das macht das hier mit den Sternen ja wieder. Insofern.